Ja, hallo meine lieben Freunde. Ich habe vor kurzem einen Post gemacht über die innere Stärke. Sei stark für dich und nicht für andere Menschen. Da habe ich mir überlegt, um über das Thema etwas zu machen oder eine kleine Hypnose, euch eine kleine Hypnose zu schenken, damit auch ihr das nutzen könnt, zu eurer inneren Stärke entsprechend wiederzufinden. Tja, das Unterbewusstsein denkt in Gefühlen und Bilder und diese sind oft negativ geprägt, verankert und so überwiegt oftmals beim einen oder anderen, dass man dann nicht mehr an die eigene Stärke glaubt oder glauben mag. Diese kurze Hypnose soll euch helfen, einerseits eure Stärke wiederzufinden, denn die ist in euch, ganz klar, und auf der anderen Seite auch den Ballast entsprechend wegzuwerfen. In diesem Sinne, macht es euch bequem, schaut, dass ihr irgendwo auf einem bequemen Sessel sitzt oder liegt. Und wenn ihr euch das ganz bequem gemacht habt, dann könnt ihr mal ganz, ganz tief einatmen und beim Ausatmen die Augen schließen. Sehr gut. Und während ihr die Augen schließt, die Augen geschlossen habt, und versucht ganz ruhig und entspannt zu atmen, könnt ihr rein in eurer Fantasie, in eurer Vorstellung zum linken Nasenloch einatmen und zum rechten Nasenloch wieder ausatmen. Nur in eurer Fantasie, in eurer Vorstellung, während ihr ganz normal ein- und ausatmet, versucht ihr die gute Luft, die angenehme Luft durch das linke Nasenloch einzuatmen und durch das rechte Nasenloch wieder ausströmen zu lassen. Sehr gut. Entspanne dich und atme ganz ruhig und entspannt ein. Und ich zähle langsam von 3 bis 0. Und bei 0 angelangt wirst du in einer vollkommenen entspannten Lage sein. Du wirst dich vollkommen entspannt fühlen. Sehr gut. Wunderbar. Jeder Muskel in deinem Körper entspannt sich mehr und mehr und mit jedem Atemzug, mit jedem Geräusch, mit jedem Wort von mir, mit jedem Klang gelangst du immer tiefer und tiefer in einen entspannten Zustand, in einen wunderschönen Zustand vollkommener Entspannung. Sehr gut. 2. Deine Arme entspannen sich, dein Bauch entspannt sich, deine Beine entspannen sich bis hin zu den Füßen. Sie entspannen sich mehr und mehr und du kannst dich ganz gehen lassen. Sehr schön. Wunderbar. Dein ganzer Körper entspannt sich so sehr, als könnte er entspannter nicht sein. Wunderbar. Sehr schön. Genieße deinen Zustand. Genieße die Entspannung. Wunderbar. Sehr gut. Vielleicht erkennst du die Entspannung als ein Gefühl der Schwere, der Trägheit, der Müdigkeit. Vielleicht aber auch fühlst du ein Kribbeln in den Armen, in den Beinen, in den Fingern. Oder du fühlst dich einfach ganz schwerelos, ganz leicht, ganz entspannt. Einfach ein wunderbares Gefühl der Entspannung. Sehr gut. Dein Körper und dein Geist kommen immer mehr zur Ruhe. 1. Dein ganzer Körper und dein Geist sind jetzt vollkommen entspannt. So sehr entspannt, als könnten sie entspannter nicht sein. Jeder Muskel in deinem Gesicht, in deinen Armen, in deinem Bauch bis hinab zu den Füßen ist nun total entspannt. Sehr gut. Wunderbar. 0. Dein Körper und dein Geist sind jetzt vollkommen entspannt. Genieße das gute Gefühl und begib dich an einen Ort, wo du wohlfühlst, an einen Ort, wo du dich gehen lassen kannst, an einem Ort, wo du ganz, ganz, ganz tief entspannt sein kannst, an einem wunderschönen Wohlfühlort. Vielleicht ist es für dich den Strand,
oder vielleicht die Berge, den See an einem Fluss oder einfach nur auf einer Wiese, du auf einer Wiese liegst. Völlig egal, was das ist, such dir einfach einen wunderbaren Ort der Entspannung. Dort, wo du dich richtig gut fühlst, entspannt fühlst und dich so gehen lassen kannst, so dass alle unnötigen Gedanken an dir vorbeiziehen, über deinen Kopf in den Himmel, so wie die Wolken, die vorbeiziehen und immer mehr im Himmel verschwinden. Sehr gut. Genieße die Entspannung. Genieße die Ruhe. Und während du die Ruhe an deinem wunderschönen Ort genießt und mit deinen Sinnen alles wahrnimmst, jedes Geräusch, die Gerüche, und du dich so richtig gut und entspannt fühlst, währenddem stell dir vor, als hättest du ein Teleskop oder ein Fernglas. Nimm jetzt dein Teleskop oder Fernglas, setz es an deinem wunderschönen Ort und schau in die Ferne. Schau ganz weit in die Ferne. Und ganz weit in der Ferne siehst du dein zukünftiges Ich. Du siehst dein zukünftiges Ich. Du siehst dein zukünftiges Ich, so wie du dir das vorstellst. Ein starkes Ich, das sich so richtig gut fühlt, stark fühlt. Und das ganze Potenzial jederzeit abrufen kann. Dein zukünftiges Ich, stell dir vor, wie es aussehen mag. Stell dir vor, wie du es wünschen würdest. Genau das siehst du mit deinem Fernglas oder mit deinem Teleskop. Jetzt, wo du es gesehen hast, nimmst du es zu dir. Es kommt immer näher zu dir. Und begrüß dich, dein zukünftiges Ich, mit all deinen Gefühlen und Stärken, die du haben möchtest. Die Stärke, das Potenzial, das erfolgreiche zukünftige Ich, so wie du sein willst, ist jetzt bei dir. Und stell dir vor, es ist jetzt vor dir und nimmt dich in den Arm. Dein zukünftiges Ich nimmt dich in den Arm und drückt dich ganz fest. Es drückt dich ganz fest und verschmelzt mit dir, so damit auch du die ganze Stärke, das Potenzial, das Erfolgreiche, all deine Wünsche von deinem zukünftigen Ich im Hier und Jetzt, in deinem Hier und Jetzt verschmolzen ist, verbunden ist. Stell dir vor, ihr seid jetzt miteinander verbunden. Du kannst die ganze Stärke, das Potenzial und den Erfolg und all das, was du dir wünschst, abrufen. Ihr seid miteinander verbunden. Und während ihr miteinander verbunden seid, umhüllt euch eine sanfte Wolke. Eine sanfte, transparente Wolke, die leicht eingefärbt ist. Stell dir vor, wie diese leicht eingefärbte Wolke aussehen mag. Vielleicht ist sie für dich blau. Oder grün wie die Hoffnung, rot, orange, rosa, violett. Völlig egal, nimm eine Farbe, die dir jetzt spontan in den Sinn kommt. Eine Farbe, die dir gefällt. Und nimm das ganz intensiv wahr, wie diese leicht durchsichtige Wolke in deiner Farbe dein zukünftiges Ich und dein jetziges Ich umhüllt. Ihr seid miteinander verbunden. Ab jetzt seid ihr miteinander verbunden. Ab jetzt kannst du zu jeder Zeit, wenn du an diese wunderschöne, durchsichtige Wolke denkst, das ganze Potenzial von deinem Wunsch-Ich abrufen, weil es jetzt in dir ist. Sehr gut. Genieße das gute Gefühl, die Stärke in dir. Wunderbar. Sehr gut. Dein zukünftiges Ich möchte dir noch etwas mitgeben. Dein zukünftiges Ich möchte dir auch behilflich sein mit Aufräumen. Deine inneren Zwänge, deine Blockaden
All das, was dich hindert, diese Stärke, dein Potenzial abrufen zu können, möchte es dir helfen, all den Ballast, den unnötigen Ballast, welchen dich hindert, einfach wegzumachen. Du und dein zukünftiges Ich begebt euch jetzt an einen Bahnsteig, an einem Bahnhof. Stell dir vor, es rollt ganz langsam ein Zug in den Bahnhof und haltet vor euch. Auf dem Bahnsteig sind ganz, ganz viele Koffer, kleine, große, sind ganz viele Koffer. Dein zukünftiges Ich hilft dir, all deine Ängste, Blockaden, Verlustängste, all dein Ballast, welchen du nicht mehr willst, einer nach dem anderen in solche Koffer zu verstauen. Geh jetzt hin und nimm all das, was du wahrnimmst, all das, was dich hindert, all deine Blockaden, deine Ängste, all das, was dich hindert, stark und erfolgreich zu sein, und pack es in die Koffer. Dein zukünftiges Ich hilft dir dabei. Sehr gut. Pack es hinein. Völlig egal, ob du alle Koffer benutzt oder nur ein Teil. Pack jetzt all deine Ängste, deine Blockaden, einfach all das, was du als hinderlich ansiehst oder spürst, in diese Koffer. Sehr gut. Lass dir Zeit und pack alles in den Koffer. Wunderbar. Jetzt, wo alles im Koffer eingepackt ist, steigt aus dem Zug ein Schaffner aus und nimmt deine Koffer, die gefüllt sind mit all dem Ballast, den du nicht mehr möchtest, und trägt ihn in den Zug. Schau zu, wie der Schaffner all deine Koffer, die gefüllt sind mit allem Unerwünschten, allem Ballast, den du dort hineingefüllt hast, schau zu, wie er das in den Zug packt. Alle Koffer sind drin, die Türen schließen sich. Und der Zug rollt langsam los. Der Zug rollt langsam los an dir vorbei, wird immer schneller und schneller. Du siehst den Zug nur noch von hinten, die Rücklichter, wie sie immer kleiner werden. Wie sie immer kleiner werden und verschwinden, bis du gar nichts mehr siehst. Der Zug fährt jetzt ins Nirgendwo, ins Nichts und hat all deinen unnötigen Ballast mitgenommen. Du hast jetzt dein Ballast abgegeben. Genieße das befreiende Gefühl, den Ballast abgegeben zu haben. Sehr gut. Dein inneres Ich und dein zukünftiges Ich ermuntern dich, immer wieder, wenn neue Situationen kommen, neuen Ballast, den du nicht haben willst, einen Zug zu rufen, an den Bahnsteig zu gehen, neue Koffer zu füllen, die einzupacken mit allem Unnötigen, der dich belastet, mit all dem, was du nicht mehr willst, und diesen immer wieder fortfahren zu lassen. Stell dir das Gefühl vor, dass du unendlich viele von diesen Zügen abrufen kannst. Es gibt keine Grenzen. Du kannst dies zu jeder Zeit, zu jedem Zeitpunkt machen. Genieße das befreiende Gefühl, den Ballast abgegeben zu haben. Und genieße das Gefühl, auch künftig, jedes Mal, wenn ein Zug einfährt, den du abgerufen hast, den Ballast mitgeben zu lassen. Genieße das gute, befreiende Gefühl, das dir Sicherheit gibt, dies immer wieder tun zu können. Sehr gut. Jetzt, wo all dein Ballast weg ist und du in die Tiefe deines Unterbewusstseins sehen kannst, weil alles aufgeräumt ist, hat dir dein zukünftiges Ich noch etwas mitzuteilen. Dein zukünftiges Ich teilt dir mit: Du bist dein Antrieb und dein Ziel zugleich. Du bewegst deine Muskeln und lenkst deine Gedanken. Du formst das, was du im Spiegel siehst, und das, was du erkennst, wenn du deine Augen schließt.
Du bist der nächste Schritt, von dem du dachtest, der ist zu schwer. Ohne dich veränderst du nichts. Du veränderst jedoch alles, alles, was du verändern willst. Du besitzt diese Stärke in dir. Nicht wie hoch du springst, sondern wofür du mit deinem Herzen stehst, ist entscheidend. Du bestimmst, wer du sein willst. Du bist deine Stärke. Du bist das ganze Potenzial. Du bist stark und erfolgreich. Du wirst nun deine Stärke zu jeder Zeit, zu jedem Moment umsetzen können. Wie ein Schalter wirst du in dein starkes, gewünschtes Gefühl von deinem zukünftigen Ich switchen können, weil ihr verbunden seid. All die Stärke ist in dir. All die Stärke war die ganze Zeit in dir. Sie war nur versteckt, umhüllt vom Ballast, der jetzt weg ist. Nun kannst du sehen. Dein zukünftiges Ich hat dir dies mitgeteilt. Und immer dann, wenn du an die farbige Hülle denkst, in dieser wunderschönen, farbigen Hülle, die leicht durchsichtige Hülle in der Farbe, die du dir gemerkt hast, welche dich und dein zukünftiges Wunsch-Ich verbinden, verschmelzt und umhüllt hat, dann wirst du dich stark, sicher und gut fühlen und all die gewünschten Gefühle deines Wunsch-Ich wirst du abrufen können, weil es in dir ist. Wunderbar. Herzliche Gratulation. Du hast deine innere Stärke wieder gefunden oder einfach neu entdeckt. Genieße das gute, starke Gefühl, es jederzeit abrufen zu können, im Wissen, dass es in dir ist, in dir geschlummert hat und du jetzt den Zugang gefunden hast und den Zugang immer wieder finden wirst. Sehr gut. Genieße das wunderbare, befreiende und starke, gute Gefühl. Sehr schön. Und ich zähle nun langsam bis drei. Und bei drei angelangt wirst du wieder vollkommen im Hier und Jetzt sein. Du wirst dich richtig gut und stark fühlen. Wunderbar. Eins. Sämtliche Schwere, Trägheit und Müdigkeit weicht von dir. Sie fließt aus deinen Armen, aus deinen Beinen, aus deinem Körper. Und mit jedem Atemzug atmest du ein Gefühl der Leichtigkeit ein, ein Gefühl der Stärke und des Erfolges. Mit jedem Atemzug atmest du ein Gefühl der Leichtigkeit und des Erfolges ein. Sehr gut. 2. Alle Muskeln entspannen sich Schritt für Schritt. Alle Muskeln, die du wieder reaktivieren willst, reaktivieren sich ganz langsam. Dein Puls normalisiert sich und erreicht für dich ganz gewöhnliche Werte. Dein Blutdruck normalisiert sich. Sehr gut. Wunderbar. Sehr gut. Und mit jedem Atemzug fühlst du dich wohler, freier und leichter. Mit jedem Atemzug fühlst du dich so richtig stark, erfolgreich. Und mit jedem Atemzug atmest du auch das Bewusstsein und Unterbewusstsein ein, dass du dein Potenzial jederzeit abrufen kannst. Dass du deine Stärke, deine innere Stärke besitzt und abrufen kannst. Sehr gut. Mit jedem Atemzug fühlst du dich wohler, freier, leichter, stark und erfolgreich. Und mit der nächsten Zahl, bei der nächsten Zahl angelangt, öffnest du deine Augen und bist wieder im Hier und Jetzt. Sehr gut. Augen auf. Hallo. Wie geht es dir? Ja, du fühlst dich jetzt so richtig leicht, stark, wundervoll. Lass dir Zeit und genieße
dass dein Körper und dein Geist so langsam wieder im Hier und Jetzt angekommen sind. Und du kannst diese Hypnose, wenn sie dir gefallen hat, zu jeder Zeit immer wieder und immer wieder anhören, abrufen. Und so dir immer wieder ins Bewusstsein zu führen, dass die ganze Stärke in dir ist. Du besitzt alles und du kannst es abrufen. Es wird dir gelingen. Ich empfehle dir jedoch, die Hypnose, wenn du sie mehrmals anhörst, nicht mehr als einmal täglich anzuhören. Die Vorstellung, dein Anker, die Vorstellung mit der Wolke, die euch umhüllt in einer wunderschönen Farbe, leicht durchsichtig. Nur schon wenn du an das denkst, wirst du automatisch in die guten Gefühle kommen. Mach es, probiere es aus, genieße es. In diesem Sinne, alles Gute, viel Erfolg und es wird dir gelingen, deine innere Stärke immer wieder zu entdecken, immer wieder zu finden. Bis bald, auf ein nächstes Mal. Tschüss.